Pressekonferenz. Das ist echt ein Endspiel mit Lewandowski hier. Also, wollen wir Hoffnungen haben, dass wir weiterkommen, müssen wir hier gewinnen. Sonst ist das Thema Champions League vorbei. So, auswärts. In Barcelona. El Libertador heißt das hier in EA. Und Anstoß. Müssen diesmal konzentrierter agieren. Und das erste Foul. Und es gibt sogar sofort Gelb für Kimmich. Also das hätte man auch laufen lassen können. Finde ich schon eine harte Entscheidung. Oh, Sané wäre da durch gewesen. Mané. Ich bringe die immer durcheinander. Rafinha, aufpassen. Oh nein, 1-0 Barcelona. Was ein Fehler. Was ein Fehler. Rafinha hier richtig frei, wird überhaupt nicht angegriffen. Oh Mann. So, Sané. Über außen. Boah, schöner Pass, aber konnte ihn nicht richtig kontrollieren. Mané mit viel Wut im Bauch. Schön. Musiala. Er macht ihn nicht die Großchance. Jamal Musiala. Ja, Leute, ich weiß, wie man Eckbälle schießt. Musiala. Tatsächlich. Sehr schöner Schuss. Leider nicht von Erfolg gekrönt. Oh Mann. Schade. Ja. Aber mir. WLAN-Verbindung verloren. Leute, Sommer ist da. Sommer ist da. Es gibt den Eckball für Barcelona, aber schlecht getroffen. Matthijs de Ligt. Cancelo, Barcelona wartet. Cancelo auf Mané. Auf Kimmich. Und was macht er denn? Wieder knapp vorbei. Solche Chancen musst du machen. Oh mein Gott. Schön. Ja, Musiala. Super Spiel. Es gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Musiala mit der nächsten Großchance. Pavard. Der hat. Sein Schuss ist, glaube ich, nicht so gut. Cancelo. Da steht jemand frei. Das Unentschieden liegt in der Luft. Hernandez. Goretzka. Das
Das kann es doch nicht sein. Hier, Sadio Mane. Was ist denn das für eine Schusshemmung hier? Top reagiert von Ter Stegen. So, Musiala. Ja, endlich. Sauberes Ding. Da macht er sein Tor. Schön gemacht. Schönes Ding. Da kommt er zum Schuss. Oh, und der passt da genau. Der passt da genau rein. Endlich der Ausgleich. Und damit sind wir wieder mit im Rennen. Hier ums Weiterkommen. So, Coman, der King. Auf Sadio Mané. Wird nicht sonderlich angegriffen. Und das ist der Doppelschlag. Jetzt machen sie beide ihre wohlverdienten Tore. Die waren schon überfällig. Sauber. Gefällt mir. So, jetzt haben wir die Führung. Jetzt. Aber wir dürfen nicht locker lassen. Ciao, Cancelo. Jetzt geht's rund hier. Musiala, Coman, 3-1. Sauber. So muss das laufen. Jetzt haben wir auch viel Platz gehabt. Jetzt war es auch kinderleicht. So, Barcelona jetzt. Barcelona schließt an 2-3. Robert Lewandowski jubelt hier. Oh Mann. Und Halbzeit. Momentan noch im Soll. Kimmich gelb vorbelastet. Vielleicht wechseln wir den aus. Grafenberg können wir bringen. Sadio Mané. Thomas Müller. Ja, lassen wir erstmal so. Und dann Anstoß zur zweiten Hälfte. Barcelona steht richtig hoch. Aber okay, es ist Platz. Coman. Musiala. Nächste Gelegenheit. Es gibt Eckball. Ja, kein Unentschieden noch einfangen hier. So, zweite Möglichkeit. Flanke. Wow. Traumflanke. Und Benjamin Pavard hier, der Verteidiger, macht hier das Tor. Schönes Ding. Volley-Abnahme. Ter Stegen. Keine Chance. Nicht mal gegen die Laufrichtung. Klasse Ding. Schönes Ding. Und ich glaube, damit haben wir unseren Sieg unterschrieben. So, De Jong.
wird, was hier los, abgepfiffen. Das Abseits. Das war Abseits. Schön. Der Ball wäre nämlich drin gewesen. Pavard. Grafenberg. Pavard. Grafenberg. Hier. Ah, Musiala fast noch dran gewesen. Und ungefährlich. Ballverlust. Treffer zählt. 3:4. Kommt hier angerauscht. Uiuiui. Ja, das hat Sommer ein bisschen irritiert. Ist wieder spannend. Schön durchgesteckt, Sadio Mane. Was macht er denn hier? Es ist erst die 68. Minute. Immer ruhig bleiben hier. Schöner Ball auf Dembélé. So, jetzt nicht noch einfangen. Abgeblockt. Gesehen. Schön. Ball erobert. Oh, warum steckt der denn nicht? Vorher ging es doch auch. Aufpassen. Nein. Sommer, 76., 77. Minute. Schön. Jetzt Coman. Da wird daneben gegrätscht. Coman hat Platz. Sehr viel Platz. Und er verschießt. Er verschießt vollkommen. Ja. Baustellen. So, Lewandowski. Robert Lewandowski. Sommer. Hält diesen Sieg noch fest. Es gibt aber noch Eckball. Erstmal abgeblockt. Ja, Bayern Ballbesitz. Musiala. Kein Abseits. Sadio Mane. Er scheitert vor Ter Stegen alleine. Das war eine Millionprozentige. So. Jetzt ein bisschen auf Zeitspiel. Noch gehen. Bevor wir hier uns den Konter fangen. Oh, schöner Schuss. Das war ein schöner Schuss. Ich glaube, Musiala war's. Achtung, passt auf, De Jong. Schön gemacht. So. Abschlag und Abpfiff. Wir holen uns hier die wichtigsten 3 Punkte hier in der Champions League. Saison gegen Barcelona, haben ein Tor jetzt in der Tordifferenz gut. Gucken uns die Tabelle an in der Champions League. Inter Mailand jetzt 12 Punkte. Die haben gewonnen gegen Pilsen mit 1-0 nur. Und Pilsen ist auch unser letzter Gegner.
Das heißt, wenn Inter verliert, würden wir punktgleich sein. Wenn wir gewinnen, wenn Barcelona verliert, bleiben wir da. Wenn die ihn unentschieden machen, also wir müssen mindestens ein Unentschieden machen. Ja, ein Unentschieden erzielen, dann sind wir weiter gegen Pilsen und das kriegen wir hin. Gruppe D, Frankfurt 6 Punkte. Schön. Sieht gut aus. Chelsea, Oleg, unangefochten auf der 1. Leipzig ist auch schon weiter. Krass. 3 Siege. Dortmund ist auch schon weiter. Man City auf Rang 4. Paris, Benfica. Ist noch was offen. Und hier Leverkusen hat auch noch mal die Chance weiterzukommen. Mit einem Sieg. Napoli Platz 2. Okay. So, erstmal die Champions League. Plätze. Dann haben wir hier Barcelona, okay. Nächstes Spiel ist ein Ligaspiel gegen Dortmund. Das werden wir mal simulieren. Unentschieden. Und gegen Bochum gewonnen. Das heißt in der Liga wie folgt. Bundesliga. Sind wir auf Rang 6. Ja, könnte besser sein. 14 Punkte, 14 Zählerstand in der Tordifferenz. RB Leipzig, Platz 1. Wie sieht's da unten aus? Schalke, Rang 16. Zufrieden. Ich muss mal gucken, ob wir hier einen Spieler. Ah. Choupo-Moting hat ein Angebot bekommen. Der ist 4,8 wert. Da hätte ich eigentlich Bergamo Calcio verkaufen können. Delegieren. Mindestverkaufssumme. Ja, machen wir so viel. 4,9. Okay. Spielerchat. Ja, du bist. Goretzka ist gesetzt. Goretzka ist gesetzt. Und jetzt holen wir uns das Unentschieden. Gegen Pilsen. Können wir eigentlich auch simulieren. Wäre mal interessant. Gucken wir einfach mal. Rot Bayern. Und die Schwarzen ist Pilsen. Kibadin. So, wir sehen jetzt erstmal, ja, sehr dominant. Ball abgewehrt. Jetzt. Und der erste ist drin, Sadio Mané. 1-0 in der 11. Minute. Flanke. Kibadin. Und Bayern wieder. Ball abgefangen. Abgewehrt vom Keeper. Aber Pilsen hier unter Dauerbeschuss. 27. Minute. Wir haben uns ja im ersten Spiel sehr schwer getan. Und 2-0 Sadio Mané. Sehr schön. Ja,
ich denke, das Spiel, das schaukeln die ganz souverän abgewehrt. So, jetzt sind wir kurz vor der Halbzeit. Oder es waren abseits. Pilsen ja noch mit kein Zug zum Tor. Flanke und abgewehrt. Gibt Eckball. Musiala. Musiala. Und wir werden zum Ergebnis springen. Und das ist 3-0. Mané macht 3 Tore. Barcelona Sieg gegen Inter. Oh, okay. Aber wir müssen nach der Tordifferenz gucken mal. Nicht, dass wir doch... Nee. Ja, 7 Tordifferenz. Nochmal Glück gehabt, aber sonst wären wir halt Rang 2. Alle haben 4-mal gewonnen. Ist schon lustig, diese Tabelle. Dann Sporting und Frankfurt sind weiter. Chelsea und Mailand. Leipzig und Anne, die haben noch ein Spiel. Die haben alle noch ein Spiel. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die 2 Spiele hier simulieren. Unentschieden. Und Sieg gegen Leipzig. Das ist sehr gut. Das befördert uns auf Rang 4. Vorerst 29 Punkte. Schön. Da sind wir also auch noch dabei. DFB-Pokal-Lobby sind mir ausgeschieden. Ja. Aber hier Nürnberg, Freiburg, sogar Viktoria Köln ist noch dabei. Wen haben denn die rausgefeuert? Leverkusen. Tabelle wollte ich nochmal. Champions League. Ist das schon ausgelost? Ja. Barcelona kriegt Dortmund. Mailand kriegt Leipzig. Wir bekommen Benfica. Ich sag mal, guter Gegner. Frankfurt bekommt Napoli. Wien echt. Sporting, Celtic, Klassiker irgendwie. Liverpool, Porto, Man City, Paris. Das ist ein kracher Spiel. Mich hätten jetzt noch die Gruppenergebnisse interessiert. Benfica. Dortmund, Tabellenführer, souverän. Man City hat es doch noch geschafft. Leipzig auch souverän. Chelsea, Mailand. Frankfurt, ja, gerade so. Wien echt, glaube ich sogar. Viktoria. Ja, bei uns eher Kuddelmuddel. Leverkusen hat es nicht geschafft. Napoli. Liverpool. Ajax. Okay. Das heißt... Ah, da ist das Transferfenster geöffnet. Simulieren wir mal. Unentschieden gegen Freiburg, also mit uns in der Liga. Selbst in der Simulation schwer. Posteingang. Tell wurde ausgeliehen. So, Choupo-Moting. Delegieren. Da will ich 5 Millionen für. So, Spieler-Chat. Müller.
Spiel.